Okay, warte mal, den können wir eigentlich wieder ablegen. Bereit, Segel zu setzen! Den Kurs vor, Kapitän! Ja, will ich ja. Da hinten müssen wir hin, ja. Da müssen wir einfach nur, glaube ich, jetzt so die Insel hier umqueren. Machen wir jetzt einfach. Ruder ausheben! Da treiben Trümmerteile im Wasser! Wo denn, wo denn, wo denn? Ja, guck mal, der Typ da mit der Keule. Der ist am Deck, den habe ich doch eigentlich gar nicht ausgerüstet eigentlich, oder? Oder war das, ist das ein anderer? Hm. Kann man eigentlich mal wieder was verbessern hier? Feuerschalen. Haben wir noch gar nicht, ne? Hätte ET und RB gedrückt, um Brandpfeile zu verschießen. Drücke RB um die, um Brandspeere. Könnte man eigentlich mal machen. Haben wir nämlich noch gar nicht. Ja, was ist jetzt los? Feuerschalen! Achso, die Verbesserung Feuerschale hat mächtige Feuerangriffe für dein Schiff freigeschaltet. Verwende normale Angriffe, um Feuerkraft aufzubauen und entfessle spezielle Feuerangriffe, zum Beispiel mit Brandpfeilen LT und RB gedrückt, plus, ja. Ich brauche die Schützen! Jetzt! Bogenschützen! Vor! Steht ein Kampf bevor! Aber das sind doch keine Brandpfeile, oder? Segel! Hm, sehr merkwürdig. Was willst du von mir? Ich werde einfach weiter segeln. Mein Freund. Ich werde einfach weiter segeln. Mit dieser hammergeilen Galionsfigur. Finde ich total nice, das Ding. So, eskortiere Cleo nach Mykonos. Alter, das Gebirge da hinten sieht auch cool aus. Wenn man sich mal so ein bisschen umschaut. Wir sind aber auch gleich da. Ich hoffe, dass es da vorne irgendwo einen Hafen geben wird. Ich kann ja noch mal ganz kurz die Karte öffnen. Ah, nee. Ah, falsche Insel. Ich muss dahinter. Okay. Dann werden wir ganz kurz eine kleine Drehung einsetzen. Hieß er, da wäre ich doch fast auf die falsche Insel gegangen. Ohne, dass ich es mitgekriegt hätte. Ja, das nehmen wir auch mit. Hier ist eine kleine, was ist denn das hier für eine Insel? Ist das Banditen? Ne, sieht nicht so aus. So, da hinten müssen wir hin, ja, das ist Mykonos. Da brennt irgendwas oder ist das ein Ofen oder keine Ahnung? So, 500 Meter sind gleich da. Mit so einer Geschwindigkeit würde ich immer gerne reisen. So, volle Kraft in den Hafen hinein. Das Segel ein. Und anlegen. Wir gehen hier an Land. Mykonos. Achso, muss ich die jetzt eigentlich... Achso, okay, geht automatisch. Du musst das Töten meiner Entführer mehr als wettgemacht, Söldnerin. Danke. Pass auf dich auf, sag nächstes Mal die Wahrheit. Sei so gut und sag deinen Schwestern das nächste Mal die Wahrheit. Wir werden sehen. Gib mein Geld für etwas Sinnvolles aus. Und wünsch mir Glück. Viel Glück. Okay, Escort-Service. Na denn, viel Glück. 11.000 gab's da. Ey, cool. Das ist ja noch nicht mal wenig. So, pass auf, denn, ja, Fähigkeitspunkte den geben wir bald aus. Das machen wir bald gleich. Was sind das hier? Paradiesische Probleme? Gibt dich nach Mykonos? Ich habe ja auch noch einen Auftrag. Der ist hier gleich daneben. Warte mal, dann machen wir... Wir nehmen das einfach mal an oder starten das, keine Ahnung, je nachdem. Okay, das, wenn das hier gleich echt um der Ecke ist, dann machen wir das einfach mal.
Vom Reichtum zur Rebellion, okay. Und Mykonos. Zwei Seiten derselben Münze. Delos, der heilige Geburtsort von Artemis und Apollon. Und Mykonos, wo die Leute alles tun, was auf Delos verboten ist. Lies es mir nochmal vor. Söldnerin mit dem Adler, das bist du. Ach, wirklich? Odarkes, der grausame Herrscher von Delos, stiehlt das Geld aus unseren Taschen und das Essen aus unseren Mündern. Und all das für seine Unersättliche. Ja, seine unersättliche Machtgier. Odarkes gehört zu Ihnen, Barnabas. Zu denen, die meine Familie verfolgen. Lies weiter. Wir sind eine kleine, schlagkräftige Rebellengruppe, die dich gut bezahlt, wenn du uns hilfst, unseren Unterdrücker zu stürzen. Ich bete, dass der Wind dich schnell zu unserer Küste führt, Söldnerin. Unser Volk leidet. Unterzeichnet mit Kyra. Ich bin wegen Protagis hier. Gut, dass wir hier sind. Die Menschen leiden. Wir sind wegen dem Auftrag hier. Kümmern wir uns darum. Wir kommen gerade rechtzeitig, um zu helfen. Das denke ich auch. Poseidon wollte dich nicht ertränken. Er brachte dich nur dorthin, wo du gebraucht wirst. Und das aggressiv. Steht da, wo diese Kyra ist? Zwei Orte sind markiert. Ein Lager an der Nordwestküste und ein Versteck, das aussieht, als wäre es unterhalb der Stadt. Ich sollte diese Kyra treffen. Ich halte das Schiff bereit, falls wir wieder überstürzt abreißen müssen. Das war Kefalenia. Und es war vor allem deine Schuld. Schere, Cassandra. Schere. Barnabas. Ja, die gute alte Schere. Okay. Einmal hier vorne. Na gut, dann gucken wir uns das alles mal an. Ist da noch ein Punkt, den man hier noch synchronisieren kann, der auch noch hier gleich um die Ecke ist? Könnte man theoretisch mal machen. Das ist bestimmt da oben, oder? Also gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus. Geh mal da hoch, bitte. Tempel der Artemis. Mir kommt das so vor, als wenn alle Tempel hier gleich heißen. Oder fast. Wie kannst du nur? So, Befehlshaber ausschalten. Oh. Die stellen keine Fragen. Ich bleib lieber unbemerkt. Ja, jetzt. Okay. Na, jetzt sind wir ja einmal schon da hier drin. Dann können wir jetzt auch ein bisschen hier, oh, hier finde ich ein Ziel in der Nähe. Da ist das Rebellenversteck. Okay, das wollte ich eigentlich gerade gar nicht haben. So, Anführer ist tot. Okay, das ging ja leicht. Gut. Ja, Gasthaus abgeschlossen. Okay, wollte ich eigentlich gar nicht abschließen. Das ist mir jetzt einfach so über die Leber gelaufen. Mehr oder weniger. So, ich weiß jetzt noch nicht genau, wo wir hin müssen, aber ich glaube hier oben irgendwo. Haben wir hier zwei Orte zum Synchronisieren? Gucke ich da gerade richtig? Haben wir wirklich? Okay. Warte mal, dann gehen wir mal einen bei einem hoch hier, ja? Kann ja eigentlich nur das große Gebäude da oben sein. Nun hangel dich doch mal hoch da. Cassandra, Cassandra, Cassandra. Wie kann denn das so schwer sein? Nur hoch da. Ja. So. Ups, ups. Komm, sei ein kleiner Frosch. So, gut. Und synchronisieren. Ah, da hinten ist wahrscheinlich der andere Ort zum Synchronisieren. Okay. Kannst du mir jedenfalls schon denken, wo das sein könnte? So, Tempel der Artemis. Wir müssen nach da... Okay, wir können aber hier bestimmt runterspringen, oder? Oh, nicht so weit! Bist du denn bescheuert? So weit wollte ich doch gar nicht springen. Mir hätte es auch da oben schon gereicht. Okay, da vorne müssen wir irgendwo hin.
Hüpsa! Und hopsa! So. Ein Ostragon-Rätsel finden. Ich wollte gerade sagen, wir die jetzt auf dem Pferd landen. So, die Höhle der Rebellen, ja. Scheint ein guter Ort für ein Versteck zu sein. Erkundungsgebiet. Gibt es noch irgendwo ein Ostragon-Rätsel? Habe ich. Warum kann ich das hier nicht einsammeln? Was ist denn hier da? Das ist dahinter so ganz komisch. Okay, naja, gut, wenn nicht, bleibt das. Kann ich hier einfach reingehen? Oh, okay. Ich suche nach einer Frau namens Kyra. Ich habe ein Hilfegesuch von euch erhalten. Daneben. Willst du spionieren, Athenerin? Vielleicht bist du auch Athena persönlich. In einer schmutzigen Verkleidung. Ich bin keine Spionierin. Ihr seid keine Rebellen, sondern ein Haufen Betrunkener. Ich bin eine verkleidete Göttin. Ah. Ja. Ich bin eine Göttin. Hältst du es für klug, erst Messer zu werfen und dann Fragen zu stellen? Hodakis und seine Männer haben uns gnadenlos gejagt und brutal ermordet. Ja? Seine Spione sind überall. Er wird nicht ruhen, bis alle seine Gegner tot sind. Wir sind alles, was vom Widerstand übrig ist. Das sah ja aus wie ein Athener Feldherr. Das ist die erste Nacht, in der wir nicht um unser Überleben kämpfen. Und es könnte die letzte sein. Und plötzlich tauchst du hier auf. Deswegen bin ich hier. Das ist dein Zeichen, oder? Du bist die Söldnerin mit dem Adler des Zeus. Bitte verzeih mir. Es sind gefährliche Zeiten für alle, die Krieg gegen das Athener-Imperium und den Delisch-Attischen Seebund führen. Ich bin Kyra. Ich kam, um euch gegen einen Mann zu helfen, nicht um Krieg zu führen. Deshalb hat sich unsere Rebellion nicht nur an die mächtige Kassandra gewandt, sondern auch an Sparta. Hodakis hat das andere Lager entdeckt und lässt es von Athener Soldaten angreifen. Malakka! Deine Rebellen sind zu betrunken, um zu kämpfen. Überlass die Soldaten mir. Wenn du glaubst, ich ließe mir die Gelegenheit entgehen, Athener zu töten, bist du die Betrunkene. Sauhaufen! Folge Kyra! Mach mal, ey, du siehst irgendwie sehr bekannt aus. Ja. Komm, wir folgen einfach mal. Eigentlich wollte ich gleich aufhören mit aufnehmen. Mit zocken. Hat Sparta auf deine Nachricht reagiert? Kurz vor dir sind ein Polemarch namens Thaletas und eine Handvoll Spartiaten auf Mykonos gelandet. Und wir sind auf dem Weg zu ihrem Lager, nicht wahr? Thaletas braucht unsere Hilfe, auch wenn er es nie zugebe. Klingt nach einem Spartaner. Na ja, denn? Na gut, da bin ich jetzt sehr gespannt. Links, rechts? Links, gut. Oh, ein Spartaner Lager. Töte die Athener! Gib mal deinen Schild. Den brauchst du nicht mehr. So. So, auch du bist weg. Du bist mir auch mal dein Schild, Freund. So.
Gut, weg ist er. Oh, ganz viel Action. So, gib mal dein Schild wieder her. So, brauchst du nicht mehr. Oh, du brennst. Der hat coole Feuerpfeile. So, wenn du jetzt auch noch brennen willst, dann kannst du auch noch ein bisschen vergiftet sein. So, der Rest macht sich alleine. Gib mal dein Schild. So, zack, 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 zack. Und dein Schild will ich auch nochmal. So, dann kann ich jetzt umzwitschen. Zack. Und die nächste Bande ist gleich... Oh. So, und da vorne noch, ja? Aua! Kommt das Blut in Wolken. Ich sollte mit dem Spartaner reden. Okay. Oh. Wer bist du denn? Okay, dann reden wir nochmal mit dir. Ah, gut gekämpft, Kyra. Du auch, Spartiaten? Ich muss den ja theoretisch auch nicht verraten, woher ich herkomme. Das war ich. Aber? Aber das ist schon lange her. Einmal Sparta, immer Sparta, Fremde. Wie heißt du? Das ist Cassandra. Ich habe dir von ihr erzählt. Man nennt mich Thaletas. Ich war der Polemarch der Spartaner hier. Wahr? Unsere Schiffe wurden versenkt, die Feldherren getötet. Nur ich und 12 andere sind noch übrig. Soldaten sterben, dafür sind sie da. Und wir werden später um sie trauern. Sie hat recht. Wir sollten hier nicht herumstehen, getränkt in Athener Blut. Im Versteck sind wir sicher. Lasst uns dort reden. Kommst du jetzt mit zum Versteck oder triffst du uns später dort? Vergeuden wir keine Zeit. Ich komme jetzt mit, aber ich werde gleich einmal, ich sage mal, die Folge beenden, ja? So, ich will jetzt nur noch ganz kurz abwarten. Wie lange, bis Podarkes uns findet? Wir sind direkt vor seiner Nase. Er trägt seine Nase so hoch, er würde die Statue der Artemis Akrotera nicht finden, wenn er auf ihr stehen würde. Wir wissen, wo er lebt. Ich sage, wir treten die Tür ein und rammen ihm unsere Speere ins Gesicht. Das ist ein lausiger Plan. Die spartanische Phalanx ist im Kampf an Land unüberwindbar. Nicht, wenn ihr nur 12 Mann seid. Du denkst mit deinem Herzen. Das mag ich so an dir. Aber du bist jetzt der Befehlshaber dieser Männer. Du musst mit dem Kopf denken. Ihr versteckt euch nur in Höhlen und lauert im Schatten. Wir kamen nicht, um uns zu verstecken. Wir sind hier, um zu kämpfen. Und das werden wir. Doch wir sind in der Unterzahl. Wir müssen strategisch vorgehen. Cassandra, was glaubst du, was wir tun sollten? Tür einrennen! Kyra hat recht, wir müssen strategisch vorgehen. Hat recht, wir sollten... Komm, wir rennen einfach mal die Tür ein. Ist zwar nicht sonst meine übliche Art und Weise, aber heute rennen wir mal die Tür ein. Mir gefällt, wie der Spartaner denkt. Aber wir haben nicht genug Schwerter für einen offenen Angriff. Was schlägst du vor? Als ich eintraf, sah ich spartanische Schiffe. Können wir ihnen eine Nachricht senden? Nicht, solange die Athener die Inseln umkreisen. Wir brauchen sie als Verstärkung. Ich holte euch beide her, um der Rebellion zu helfen. Nicht, um noch mehr Menschen in den Tod zu schicken. Kyra, warte. Während ihr eure Schwertlängen vergleicht, gehe ich zum Tempel der Artemis und schmiede einen echten Plan. Wenn du denn mal nicht gefangen wirst. Oh, sie ist streitlustig. Ich sag's dir. Ich gehe ins Lager zu meinen Männern. Triff mich dort und wir reden über die Verstärkung. Schere. Schere. Oh, das wird eine lange Rebellion werden. Na, ich befürchte es auch. Paradiesische Probleme, Ort abgeschlossen.
Okay, gab auf jeden Fall wieder gute Erfahrungen. Alter, wir haben ja bei Level 25 mehrere Quests angenommen. Ikarus ist hier nicht verfügbar. Ich habe da gerade was gesehen. Ja, ja, es ist mir eigentlich ganz Sosschen. Oh, hier ist nämlich irgendwo ein Söldner. Da ist mein Kopfgeld. Söldner, Kopfgeld, Söldner, Kopfgeld, Söldner, Kopfgeld, Söldner, Kopfgeld. So, wo ist er denn, der Kleine? Da ist der Söldner. Wer bist du? Da ist mein Kopfgeld. Wer bist du? Ich möchte gerne wissen, wer du bist. Das soll nicht so schnell sein, dass du hier die ganze Zeit wegrennst. Im spartanischen Lager. Kommen wir nicht von hierher? So, ja. Level 23. Den. Pass mal auf. Den ruppen wir jetzt mal noch die Karre ein. Wir setzen uns jetzt mal hier auf den Gaul. Was denn? Beruhige dich. Ich renne jetzt in die Karre ein. Den schnapp ich mir jetzt. Also ich versuche es. Wo ist denn der jetzt hin? Da ist er. Er ist direkt vor mir, ja? So! Mach's mir ein! Es geht um sehr viel Geld! So, und Schwert her, danke. Schön, meine Entschuldigung. Entschuldigung, Buffy. So, komm her, hier, du Taktiker. Brauch mal kurz das Hundeschädel. Alter, ernsthaft, ich habe jetzt eine Hundeschädel geplündert. Aua. Au. Können wir den eigentlich anheuern? Warte mal, ich schwäche den jetzt so weit. Also ich versuche es. Ob er jetzt gerade Brandbomben auf mich schmeißen, kann das sein? Du lustiger Elch. So, pass mal auf. Aber. Warum geht das gerade nicht? Ich versuche den jetzt einfach anzuheuern. Hast du das? Wenn das überhaupt geht. Schließ dich uns an. Ich bring dir was bei. Okay, Daniel, der Taktiker. Cool. Wir könnten ja auch mal unser Kopfgeld wieder loswerden, indem wir da den einen Typen da meucheln. Also wenn der jetzt ganz schnell zu finden ist, heißt das, ja? Leger Militärlager. Okay. Wenn ich nicht kämpfen will, darf ich mich nicht sehen lassen. Naja, ich will eigentlich kämpfen. So. Befehlshaber ausschalten und zwei Schätze. Ein Schatz, Befehlshaber, Typ, noch ein Befehlshaber und ein Schatz. Oh, ein Polemarsch. Okay, das geht gerade nicht. Na gut. Gib mal dein Schild, du lumpiger Lump. Hey, der Vogel ist zur Ablenkung! Und zack! Oh nein! Aua! Und zack! Kann ich dich da nicht runterkicken, oder was? Aua! Auch voll reinlaufen! Ja.
Ist er jetzt echt nicht wach geworden? Will er mich verarschen? So, Schatz plündern. Ja. Das sieht übel aus. Hier oben war dann gerade auch noch irgendwas gewesen, oder? War mich da so getäuscht? Okay, ich habe mich getäuscht. Gut, auch du bist weg. Naja, das war ich. Also. So, dich werde ich auch anheuern. Theos! Obwohl, ich könnte dich ja. Obwohl, nee, töten? Weiß ich gar nicht. Könnte ich schon? Also. Warum geht denn das Zeitverzerren nicht mehr so schön? So, komm mal her hier, mein Freund! Und zack! Aua! So, und zack! Und links und rechts und Kombi! Bumm! Zack! Zack! Und in die Eier getreten! Flinker Dolch bekommen, okay? Ich habe ein Schiff. Schließ dich uns an und genieße die Freiheit. Ort abgeschlossen. Okay, gab auf jeden Fall auch noch was. Besatzungsmitglied Theos. Warte mal, wir müssen mal. Achso, wir haben derzeit gar keinen Hauptauftrag. Okay, dann stelle ich mich jetzt einfach hier hin. Ich gucke nochmal ganz kurz. Pass auf, ich gucke nochmal ganz kurz in den Schiffsmenü rein. So. Derzeit ausgewählt haben wir die beide. Theos. Rammschaden, Feuerkraft durch Pfeiltreffer, Beschleunigungsstub nach den Driften. So, du bist jetzt drin im Boot und du könntest eventuell noch rausgeboxt werden. Kommt drauf an, ob jetzt Matte, Schusspanzerung und Feuerkraft gewinnen beim Rammen. Schwachstellenerzeugung durch Speere, maximal Fallschaden. Okay, brauchen wir nicht. Kann man dich wieder entlassen? Ja. Ich habe nämlich gar keinen Platz mehr frei hier. So, euch lasse ich auch mal drin, ja? Cool. So, was haben wir hier noch? Sind hier wieder ein paar aufgetaucht? Na gut, einer ist gleich wieder tot. Ah, nach hinten gibt es gar keine mehr. Unentdeckt, unentdeckt. Gut, hier sind wieder Dakos, der Riesentöter. Maria, die Glänzende. Okay. Wie sieht's aus bei Kultisten? Enthüllen, ah! Leere Worte bleiben besser ungesagt. Palas der Schweigenbringer. Okay, hier haben wir noch was Schönes Neues. Oder auch nicht. Es gibt einen Kultisten auf der Insel Kythera. Hilft den Leuten in der Nähe, okay. Hier haben wir noch was Schönes. Der Weise will Basidas tot sehen. Ich weiß noch nicht, wer Basidas ist. Der Weise will schon längere Zeit ab. Ist schon längere Zeit abwesend. Okay. Gut, so. Fähigkeiten machen wir später. Das hatte ich ja schon gesagt gehabt. Haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Haben wir. Wollte ich sogar das hier ausrüsten? Und alles zerlegen. Um einfach nur ganze Kram hier rauszuholen, ja. So, das mache ich jetzt einfach nochmal ganz am Ende der Folge. Unsterblichen Satz, Gesundheitsbonus nach tödlichen Treffer. Na gut, da muss ich ja eh alle Sets sammeln, ja. Also von daher. Könnt ihr das gerne anlegen? Ich darf nur nicht das Falsche hier irgendwie zerlegen. Das wäre echt blöd. Oh, das siehst du? Ich glaube,
Das Legendäre, kann man das überhaupt zerlegen? Bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Aber ich muss den anderen Schrempel, muss ich echt mal langsam ablegen. Der nervt mich nämlich total. Okay, der ist besser, aber nur weil ich aufgerüstet, ja? Also. Ich zerlege das trotzdem alles. Ich will nur, dass das legendäre Kram behalten. Helme. Guck mal, wie viel Rohstoffe das eigentlich gibt. Ja. Also, beziehungsweise, es gibt leider kein Holz, aber einen Haufen Leder gibt es. Also, wirklich einen ganzen Haufen Leder. Okay, Nikolais Schwert. Das müssen wir auf jeden Fall aufrüsten noch. Volle Kanne. Das darf ich leider nicht. Vielleicht finden wir ja eines Tages nochmal, seine Dolche oder sowas, seine richtig kranken Dolche. So, Bögen. Ja, ich habe jetzt zwar einen besseren, aber würde den hier einfach den gerne weiterleveln wollen. Ja? So, guck mal. Oh doch, gab doch wieder gut Holz. Pass mal auf, den gehen wir nochmal zum Schiff. Obwohl, nee, wir behalten mal die Rohstoffe fürs Aufwerten. Alter, kostbare Edelsteine, Obsidian gleich. Judy! Oh, okay. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir einmal eine Pöschen und wir sehen uns bald wieder in der nächsten Folge quasi. Bis dahin, haut rein. Tschüss! The gods have spoken. You shall never leave this island that you call home. You shall never step foot out of your own village to dare and travel the world. You shall live a small, tedious life in the comfort of your home. After all, for every hero, the world needs cowards like yourself. For your entire existence, you shall never have to face danger, to fight for your own life. Nor will you know courage, boldness, or bravery. And in the end, alone, you shall vanish, forgotten for eternity. That is the will of the gods, and your destiny shall be fulfilled.